Ich verspreche dir eins, wenn du dieses Video bis zum Ende durchschaust, wirst du ein deutlich angenehmeres Leben mit deinem Baby haben. Denn ich erkläre dir in ganz kurzen Schritten, wie du die Rookie-Babytrage richtig anlegst. Unsere Babytrage anzuziehen ist eigentlich mega leicht. Über 100.000 Babys wurden und werden mit Rookie-Babytragen getragen und es gibt zwei, drei kleine Kniffe, wie es richtig perfekt geht, sodass es für dich bequem ist, für dein Baby bequem ist und dass ihr alle so richtig zufrieden seid. Schritt 1. Als erstes verstellst du den Steg der Babytrage. Das heißt, du stellst ihn so ein, dass der Steg von Kniekehle zu Kniekehle reicht. Das ist am Anfang die kleinste Einstellung. Und dann haben wir extra ein sogenanntes Bellykiss-Label an diese Babytrage gemacht, damit du weißt, welche Seite nach innen kommt. Und jetzt kleiner Spoiler, Bellykiss ist eigentlich nicht ganz richtig, weil wir versuchen, die Babytrage so hoch wie möglich anzulegen. Das heißt, idealerweise auf den Rippen oder kurz darunter. Denn das hat zur Folge, dass dein Baby später so hoch wie möglich in der Kopfkussposition sitzt. Und das ist so, wie wir es haben wollen. Du verschließt den Klett und keine Sorge, der Klett ist so stark, dass er manchmal sogar, zu Testzwecken natürlich, auch Erwachsene trägt. Dein Baby ist da absolut safe drin. Und, kleiner Nebeneffekt, du kannst die Babytrage ganz einfach von Mama auf Papa wechseln, ohne dass du aufwendig einen Gurt verstellen musst. Wenn du dein Baby in die Trage nimmst, achte so einfach darauf, dass du es festhältst, dass es nicht runterplumpst. Dann nimmst du dein Baby auf die Brust und legst die Babytrage darum. Und Achtung, hier kommt der fast wichtigste Schritt oder der häufigste Fehler. Wenn du die Gurte auf dem Rücken hast, müsstest du einmal hinten ziehen, genau wie jetzt im Bild, damit der Träger oben nicht blockiert. Einmal am Rücken runterziehen, das strafft den Träger und es geht insgesamt eine schöne runde Form. Und jetzt verschließt du einfach die Schnallen auf der Seite. Insgesamt sitzt dein Baby korrekt, wenn du es leicht auf den Kopf küssen kannst und wenn der Rücken leicht rund ist. Bitte sei vorsichtig, dass du nicht zu feste an den Gurten zerrst, weil wenn dein Widerstand kommt, ist dein Baby. Dann gibt es noch einen kleinen Trick, sollte dein Baby sehr klein sein, also weniger als 4 Kilo wiegen. Dann kannst du den Gurt einmal umschlagen, und zwar wie wenn man am Motorrad, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, Gas geben würde in diese Richtung. Dann schlägst du den einmal um und dadurch wird die Gesamtlänge der Trage verkürzt. Bitte achte darauf, dass du das wirklich nur machst, wenn dein Baby sehr klein ist. Ein häufiger Fehler ist, dass du dich daran gewöhnst, den Bauchgurt umzuschlagen, auch wenn dein Baby eigentlich zu groß dafür ist. Dann geht deine Babytrage leider kaputt. Also bitte, bitte achte darauf, dass du den Gurt nur umschlägst, wenn es wirklich sein muss. Das heißt unter 4 Kilo oder noch so um die 4 Kilo. Bei 5 Kilo aller spätestens kein Umschlagen mehr. Auf gar keinen Fall. Danke. Am wichtigsten ist also Folgendes. Erstens, dein Baby sitzt so hoch wie möglich, das heißt auf den Rippen oder kurz darunter bringst du den Bauchgurt an. Das Bellykiss-Label ist nach drinnen, das heißt du kannst es nicht nach außen sehen. Zweitens, vergiss nicht den Gurt kurz anzuziehen, dass er nach oben über die Schulter richtig gezogen wird. Du kannst auch manuell den Gurt hinten so legen, dass es ein richtiges X zwischen den Schulterblättern gibt. Das macht es nochmal komfortabler. Drittens, zieh nicht zu fest an den Gurten, dass dein Baby in ins Hohlkreuz geht. Du willst einen leichten Rundrücken für dein Baby. Wenn du diese Tipps beachtest, ist es ganz einfach, mit der Rookie mega, mega glücklich zu werden. Und glaub mir, wenn es beim ersten Mal nicht passt, das Investment deiner Zeit lohnt sich, denn es ist eine richtig, richtig geile Babytrage. Wir sind mega zufrieden damit. 100.000 Eltern sind sehr zufrieden damit. Das heißt, auch du wirst es schaffen. Danke, dass du uns dein Vertrauen schenkst. Das ganze Team arbeitet jeden Tag hart daran, die geilste Babytrage der Welt zu machen und deinen Alltag als Eltern und als Baby so schön und angenehm wie möglich zu machen.